Im November im letzten Jahr hat Martin Sellner sein Konzept zur Remigration vorgestellt in Potsdam vor einigen konservativen oder liberalen Politikern oder interessierten Bürgern von AfD, aber auch von der CDU. Das hat die damals nicht so sehr gestört und schon gar nicht empört. Allenfalls gab es Einwände hinsichtlich der Durchführbarkeit der Remigration, vor allem bei der wichtigsten dritten Gruppe, nämlich der Staatsbürger mit Migrationshintergrund oder Deutsche mit falscher politischer Einstellung, die irgendwie das Land verlassen sollen oder selbst dazu gebracht werden sollen. Jetzt hat man später gemerkt, dass diese Diskussion nicht so richtig hilfreich ist, schon gar nicht für die AfD. Auch Frau Weidel sagte, das kann Wähler verschrecken, ist nicht günstig und deswegen rudert man seit der Enthüllung durch Korrektiv ganz massiv zurück. Und ein Teil dieses Zurückruderns besteht auch darin, dass man versucht, über gerichtliche Verfahren oder über Berichte über gerichtliche Verfahren, die Deutungshoheit zurückzugewinnen oder eine neue Deutung zu schaffen. So versuchten beispielsweise einige Teilnehmer oder deren anwaltliche Vertreter, das Narrativ zu positionieren, die Ausweisung von Staatsbürgern sei nie Plan gewesen oder nie Thema gewesen. Dabei geht aus den eigenen staatlichen Versicherungen hervor, dass man darüber gesprochen hat. Dann war es also doch Thema, aber man kann jetzt Wortklaberei darüber betreiben. Ist das jetzt Thema, wenn man einfach nur darüber gesprochen hat? Aber dann war es doch bestimmt nicht geplant, wenn man gesagt hat, es geht ja eigentlich nicht so. Dann hat aber das Gericht, das Landgericht Hamburg und auch das OLG Hamburg dazu einige Sachen nebenbei bemerkt, die aber gar nicht entscheidungserheblich waren. Und dann konnte man später angreifen, wenn dann über die gerichtlichen Verfahren berichtet wird. Aber es war ja nicht Gegenstand der Entscheidung, es war nur Gegenstand der Urteilsgründe, aber nicht maßgeblich für die Entscheidung. Und da blickt kaum noch jemand durch. Und Herr Vosgerau hatte dann ein Verfahren tatsächlich gewonnen, weil nämlich jemand, ein Journalist, den Fehler gemacht hatte, tatsächlich sich ungenau oder unkorrekt auszudrücken bei der Frage, was war denn jetzt eigentlich die gerichtliche Bestätigung? Denn tatsächlich, die Kernaussagen vom Korrektivbegriff-Artikel wurden nicht gerichtlich bestätigt in einer Entscheidung, auch wenn in Entscheidungen über einige Kernaussagen gesprochen und geschrieben wurde. Und so hatte sich vielleicht Herr Vosgerau gedacht, Spekulation, Meinungsäußerung, jetzt könnte man dem Juno auch mal eins reinwirken oder vor allem den Volksverpetzer hat einen alten Tweet aus dem Februar rausgekramt und mich dafür abgemahnt. Ein Tweet aus dem Februar wegen besonderer Dringlichkeit und Allbedürftigkeit wurde dann also im Juni abgemahnt und wir warten jetzt auf die Entscheidung. Denn so eine Entscheidung ergeht ja normalerweise im Eilverfahren und nachdem jetzt einige Wochen nichts passiert ist, haben wir mal bei Gericht angerufen, gefragt, wo steht denn eigentlich das Verfahren und da erfahren wir, dass es wohl ein Gespräch gegeben habe. Ein Gespräch zwischen der Vorsitzenden der Kammer und dem Antragsteller bzw. dessen Vertreter. Und wir wissen nicht genau, was dort besprochen wurde, das werden wir noch einholen. Aber vielleicht hat man, das wäre üblich, dem Antragsteller empfohlen, den Antrag zurückzunehmen, weil er schlichtweg keine Aussicht auf Erfolg hat. Oder etwa doch? Nun, Herr Vosgerau, wir werden ja sehen, wie es jetzt weitergeht.